ein Gast dabei, mein lieben Freund. Und zwar hatte ich euch auf Instagram ja gebeten oder euch drum gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt für so ein Fragen- und Antworten-Video. Und da ist ein bisschen was reingekommen. Ich habe mir die schönsten Fragen rausgesucht. Oder die Fragen, die ich heute einfach mal beantworten möchte, habe ich mir rausgesucht. Und genau, das werden wir gleich machen. Aber davor möchte ich euch gerne noch etwas sagen. Und zwar habt ihr ja schon mal mitbekommen, dass ich eine Sache geplant habe. Also, dass ich irgendwas, ja, vorhatte, was ich euch noch nicht so sagen konnte. Und jetzt ist der Moment gekommen. Ich kann euch endlich sagen, worum es geht. Und zwar kommt morgen mein eigener Online-Shop online. Also der ist schon mal auf Instagram und auf Facebook zu finden. Da könnt ihr auch schon mal gucken unter Pusteblumen-Shop. Und morgen geht dann aber auch eben der Online-Shop wirklich online. Und ihr kriegt auf jeden Fall auf den Social-Media-Seiten nochmal den Link rein, damit ihr auch gucken könnt. Oh ja, ich freue mich schon. Das war jetzt echt viel Anstrengung und viel Arbeit. Und ja, aber ich freue mich sehr auf diese Zeit. Ich freue mich auf das, was kommt. Und ja, vielleicht bestellt der ein oder andere von euch ja auch was Schönes von mir. Es gibt eben Boxenschilder, Stirnriemen, T-Shirts, Tassen, Beutel, alles, was das Herz begehrt. Guckt auf jeden Fall vorbei. Pusteblumenshop heißt der Shop. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit dem Fragen- und Antworten-Video. Das machen wir übrigens heute mal so, dass Claudio mir die Frage vorliest und ich dann darauf antworten werde. Ja, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Welche Pferde bist du schon mal geritten? Hier ist übrigens auch der kleine Bauer, der sich gerade ins Bild trägt. Jetzt können wir gleich weitermachen. Ja, welche Pferde bist du schon mal geritten? Nenne die Namen. Also ich bin tatsächlich einige Pferde schon mal geritten. Da kann ich jetzt auch gar nicht alle Namen so nennen, dann sitzen wir morgen, glaube ich, noch hier. Aber die Frage kam von einem Mädchen bei uns aus dem Stall und ich denke, sie wollte auch wissen, welche Pferde ich bei uns aus dem Stall schon mal geritten bin. Und da bin ich tatsächlich noch gar nicht so viele geritten. Ich bin den Bruce bin ich geritten, ich bin Molly mal geritten, ich bin Nemo mal geritten. Das ist übrigens Foxy, die gerade so klopft, die möchte Aufmerksamkeit haben. Dann bin ich einen Privatpferd geritten, den Corsini, ich glaube, den kennt ihr auch noch von einigen Videos. Und das Ambiente bin ich geritten, die ist aber nicht mehr da leider. Rocky bin ich mal geritten. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ja. Das war's. Und sonst bin ich natürlich an anderen Stellen auch ganz viel geritten. Ich reite ja schon ein bisschen länger. Aber wenn ich da jetzt alle Namen aufzähle, sitzen wir, wie gesagt, morgen noch hier. Wie viele Schabracken hast du und wie viele sind von Eskadron? Ja, da habe ich tatsächlich mal gezählt und habe mich erschrocken, weil ich dachte, ich hätte so 32, 33, maximal 34. Es sind in der Tat 39 Schabracken und davon sind 17 von Eskadron. Aber ich habe auch zwei Sättel, das muss man mal dazu sagen. Bist du dieses Jahr auf Messe? Wenn ja, mit wem und wann? Ja, also geplant ist die Equitana Open Air mit den Mädels vom Stall und mit Johanna von Pirates Diary. Und sonst, vielleicht bin ich auf der Horsica, es ist ja jetzt glaube ich schon Ende des Monats, das weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Ja. Hast du vor, dir irgendwann ein neues Pferd zu kaufen? Also irgendwann bestimmt, weil irgendwann wird Robinho halt einfach auch alt sein und vielleicht Rentner sein oder ja, irgendwann wird er auch nicht mehr ja, unter uns sein und dann möchte ich auf jeden Fall ein neues Pferd haben, aber solange Robinho noch da ist, ist es einfach preislich nicht drin. Ich kann es mir einfach finanziell nicht leisten, ein zweites Pferd zu haben. Seit wann reitest du? Das weiß ich, seit 19 Jahren. Richtig, seit ich 5 bin sozusagen. Also im Sommer wären es dann schon 20 Jahre. Also im Herbst, ich werde im Herbst ja dann 25. Und dann reite ich seit 20 Jahren. Ganz schön lange. Ja, auf jeden Fall. Grün oder blau? Keins von beidem, eher blau. Ja, dann, was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, also wer uns schon so ein bisschen verfolgt und mich so ein bisschen kennt, weiß, dass es auf jeden Fall rosa ist. Weil ich habe ganz viel in rosa, ich habe Schabracken in rosa, ich habe eine Abschlussdecke in rosa, ich habe T-Shirts in rosa. Mein Pferd trägt sehr viel rosa. Ich trage ganz gerne mal rosa. Rosa. Wie hat deine Leidenschaft für den Reitsport begonnen? Das ist eine interessante Frage, weil ich wollte damals gar nicht unbedingt reiten. Aber meine beste Freundin wollte damals nicht alleine anfangen zu reiten und so musste ich dann halt mit. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das total viel Spaß macht und als sie aufgehört hat, bin ich halt weitergeritten, weil ich das damals schon total toll fand und
So kam es dann. Was willst du mit Robinho erreichen? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also ich würde gerne meine Eldressur reiten, glaube ich. Oder ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wir reiten momentan ja viel Dressur und auch ja, konzentriert Dressur und haben auch viel Training. Und unsere Trainerin ist auch wirklich gut, die reitet mir auch mit. Und ich glaube, ich würde tatsächlich gerne meine Eldressur reiten. Ja, doch. Wie lange hast du Rubinho schon und wie bist du auf ihn gestoßen? Also ich habe ihn am 13.10.2005 gekauft oder geschenkt bekommen. Und das sind jetzt 13 Jahre und ein bisschen. Fast 13,5 Jahre. Und wir haben uns an dem Stall damals eigentlich ein anderes Pferd angeguckt, den Promille. Der wurde uns aber leider vor der Nase wegverkauft. Das war auch ein ganz tolles Pferd. Und dann hat uns aber die Bereiterin aus dem Stall dort angerufen und hat gesagt, hey, ich habe hier noch was kleines Schwarzes, guckt ihn euch doch einfach mal an. Und ja, gesagt, getan, wir sind da hingefahren und dann war es das halt. Dann stand er da und dann ist er wieder nach Hause gefahren. Ich finde, ihr habt auch ein richtig gutes Pferd. Das ist voll lieb. Das stimmt. Hast du schon mal nach dem Reiten richtig Muskelkater gehabt? Oh ja, also ich weiß nicht mehr, wann ich zuletzt so nach dem Dressurreiten oder Springreiten richtig Muskelkater gehabt habe. Aber wenn ich mal ohne Sattel reite, dann habe ich auf jeden Fall heftigen Muskelkater. Also das merke ich total an den Beinen, auf jeden Fall. Welches Stockmaß hat man denn hier? Mit Eisen 1,64. Ohne Eisen 1,63. Ja, das waren alle Fragen, glaube ich. Ja, super. Also vielen Dank an euch, dass ihr mir die Fragen gestellt habt. Und ja, Claudia hat ja schon gesagt, Rubinho ist auch sehr lieb. Das kann er gut beurteilen, weil er nämlich jetzt auch angefangen hat zu reiten. Na, also, ich habe Muskelkater. Er hat Muskelkater. Genau, ja, wenn es euch interessiert, mal zu sehen, wie er das so macht, könnt ihr ja dem Video einen Daumen nach oben geben und mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal sehen würdet von Claudio. Ne? Vielleicht putzen, fertig machen, reiten. Dann können wir mal schauen, ob wir das ja, hinkriegen, das mal zu filmen. Und ansonsten schaut auf jeden Fall morgen auf dem Pusteblumenshop vorbei. Oder übermorgen. Oder Hauptsache ihr schaut da vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao. Tschüss.